Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Star und Orlen. Gemeinsam mehr bewegen. Und das ist eine schöne Überleitung eben zum nächsten Thema. Es war eben ja die vergangene Woche, wie ich zu Beginn der Sendung ja schon angesprochen habe, als eben ja dann auch quasi eine Meldung die andere oder nach der anderen kam. Eben erst am Montagabend die überraschende Meldung, dass Jos Capito Williams verlässt, dass man da getrennte Wege geht. Und dann gab es am Dienstagmorgen wiederum die Bestätigung, dass dann Frédéric Vasseur kommenden Jahr neuer Teamchef wird von Ferrari. Und dann eben dauert es nur noch ein paar Minuten. Und dann gab es prompt die nächste Meldung, dass eben Andreas Seidel, bislang Mercedes-McLaren Teamchef seit 2019, eben dann zu Alfa Romeo, dem künftigen Audi-Team, wechseln wird als CEO. Und er ja unter anderem daran beteiligt sein wird, einen neuen Teamchef zu finden, eben nach dem Wechsel von Vasseur zu Ferrari. Und natürlich stellt sich auch die Frage, wie es dann eigentlich auch weitergehen wird mit Valtteri Bottas, der seit 2021 für das Alfa Romeo Team fährt, bekanntermaßen ja eben noch bis Ende nächsten Jahres unter der Marke Alfa Romeo. Dann läuft ja die Zusammenarbeit mit Alfa Romeo aus, eben als Titelsponsor. Und 2024 dann möglicherweise dann nochmal die Rückkehr zum alten Sauber-Titel, bevor es dann 2026 als Audi-Werksteam an den Start gehen kann. Und eben auch, wie es weitergeht mit Quanji Zhou, das sind ja auch noch die Fragen, also mit den beiden Fahrerpaarungen. Klar ist, beide werden natürlich auch 2023, wir sehen sie hier eben, ein paar Bilder aus dieser Saison, sie werden natürlich auch im kommenden Jahr für das Alfa Romeo Team an den Start gehen. Allerdings vermutet Sky-Experte Ralf Schumacher, dass die Tage von Valtteri Bottas tatsächlich schon gezählt sein könnten. Er glaubt eben, Quanji Zhou hat einen langfristigen Vertrag und glaubt auch eben, dass er bis zur kompletten Übernahme von Audi eben bis zum Jahre 2026 auch beim Team bleiben wird. Bei Valtteri Bottas ist er sich da alles andere als nämlich sicher, denn wir wissen zwar, gerade auch Zhou, der ist jetzt ja nur für 2023 bestätigt worden, hat ja also nur einen Einjahresvertrag bekommen, aber dennoch ist er ja sich doch recht sicher, dass er da eben bis 2026 bleiben kann. Und bei Bottas wissen wir zwar auch, dass er einen mehrjährigen Vertrag hat, aber wie lange, also über welche Vertragsdauer wir letztlich sprechen, das ist ja auch noch offen. Im Gespräch mit Sky hat er da Folgendes nämlich gesagt: Ich bin mal gespannt, welche Vorstellungen Andreas Seidel mit den Fahrern hat. Da gibt es ja auch Gerüchte. Zhou ist ja mehr oder weniger gesetzt, bringt ja auch eine Menge Geld mit, was nicht unwichtig ist bis 2026, bis dann Audi wirklich kommt. Und da vom Hörensagen hat dann eben Ralf Schumacher Folgendes in Richtung Valtteri Bottas gesagt: Aber Bottas, hört man so ein bisschen, sei angezählt und soll nicht unbedingt allzu lange da bleiben. Interessanter Satz, wenn man es mal noch mal zu Gemüte führt. Es soll nicht unbedingt allzu lange da bleiben. Jedenfalls bis Ende 2023 wird auf jeden Fall beim Alfa Romeo Team nämlich bleiben. Und da herrscht zumindest mal noch Klarheit. Darüber hinaus herrscht ja noch bekanntermaßen völlige Unklarheit, eben auch wie es dann mit ab 2024 weitergeht, sowohl was die Fahrerpaarungen betrifft, eben auch was möglicherweise dann der Teamname sein wird. Wird man 2024 möglicherweise schon also Audi dann schon 2024 kommt, zumindest mal als Titelsponsor, oder eben wird es dann zwei Übergangsjahre geben, da sehen wir auch hier mal ein paar Bilder, es sind ein paar Eindrücke im Übrigen. Audi ist quasi ja schon in der Formel 1, zumindest mal im Formel 1 Game. Und da sehen wir auch hier, also da kann man Audi schon auf der Strecke erleben, bis man es dann auch in der Realität tun kann, dauert es eben noch bekanntermaßen ein paar Jahre, zumindest rein offiziell soll es dann erst 2026 soweit sein. Ja, obwohl auch Ralf Schumacher, der sich auch sehr überrascht gezeigt hat vom Wechsel von Andreas Seidel eben zu Alfa Romeo, glaubt er wiederum, dass es für ihn, aber auch für Sauber bzw. für das daraus resultierende Audi-Team der richtige Schritt war, da man, Zitat, jetzt in aller Ruhe Zeit hat, alles aufzubauen und weiter. Die Erfahrung, die Andreas Seidel vorher mit Porsche-Prototypen jetzt mit der Formel 1 bei McLaren gemacht hat, die ist natürlich auch eine Menge Geld wert. Und er bringt vieles mit rein. Und dementsprechend wird auch das ziemlich gut funktionieren. Sauber ist ja auch gefestigt, hatten dieses Jahr gar kein schlechtes Auto, muss man ja auch sagen.
Ja, und dann hat er sich auch mal noch ein bisschen dahingehend geäußert, warum er glaubt, dass Andreas Seidel von McLaren eben ja, gewechselt ist, weggegangen ist. Wir wissen eben, Andreas Seidel, er selber höchstpersönlich war es, der stets betont hat, sich bei McLaren für ein langfristiges Projekt nämlich wiederum verschrieben zu haben und hatte ja auch wiederum Pläne, ja, mit McLaren Weltmeister zu werden. Und auch sein Vertrag ging ja auch noch bis Ende 2025. Und dann sei er eigentlich erst beabsichtigt gewesen, solle er zu Audi wechseln. Und da hat Ralf Schumacher Folgendes dazu gesagt. Ich glaube, dass am Ende McLaren, das dauert ja alles noch so ein bisschen, dieses Jahr hing das ganze Thema so ein bisschen hinterher. Ich glaube auch, dass die Neustrukturierung, der Bau des Windkanals, was dringend erforderlich ist, das Team im Moment auffällt. Das hat Andreas vielleicht auch zu lange gedauert. Und wenn man auch mal guckt, 2022, also jetzt in dieser zu Ende gegangenen Formel 1-Saison, hat man in der Konstrukteurswertung nur den 5. Platz erreicht. 2020 war man noch Gesamtdritter und 2021, also letztes Jahr, da war man immerhin noch auf Rang 4, also quasi Rolle rückwärts, beziehungsweise eher so ein paar Schritte, die man eher zurückgegangen ist. Und da hat Ralf Schumacher Folgendes dazu gesagt. Und wir reden ja auch von einer Doppelspitze und ich weiß nicht, ob das immer so glücklich ist. Zac Brown, der ja auch explosiv ist, der auch einen super Job macht, den ich eigentlich ganz unterhaltsam finde, aber ob das unbedingt zur deutschen Mentalität passt, da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, da brauchen wir keinen Hehl daraus machen, dass der Audi nun mal mit Porsche im VW-Konzern die erfolgreichste Zeit hinter sich hatte. Und dass der dann zurückgeht, das war dann fast auch klar und in der Kombination für ihn auch eine super Idee. Und er glaubt aber nicht, dass die Entscheidung seitens Audi, dass gerade eben weil Andreas Seidel Deutscher ist, dazu beigetragen hat oder der ausschlaggebende Punkt war, dass er dann auch viel mehr ja, dann gewechselt war, sondern er sagt, Audi ist jetzt nicht so aufgestellt, dass man alles deutsch haben will. Aber ich glaube, Sprachbarrieren werden in der Formel 1 immer sein. Das heißt, es wird immer alles Englisch bleiben. Wie gesagt, eben noch ist ja die Frage noch offen, wer unter Andreas Seidel Teamchef werden wird. Er selber, zumindest in der ersten Ankündigung hieß es, sei CEO. Und sei eben an der Teamchef-Findung natürlich auch maßgeblich daran beteiligt. Und einige Namen da resultierten ja auch schon eben, insbesondere eben der Name von Jost Capito. So, da haben wir auch noch eine WhatsApp-Nachricht zu diesem Thema. So, und da heißt es hier auch nochmal gerade zu Valtteri Bottas. Heißt es, drücke Bottas die Daumen, dass er nächstes Jahr gut abliefern kann. Kann nicht sein, dass ein guter Fahrer wie Bottas gehen soll, nur damit Seidel seinen Norris mit rüberholen kann. Auch eine spannende Idee oder vielmehr Vorstellung, dass Andreas Seidel da, oder kann man sich eine Lando Norris beim Audi-Team vorstellen? Warum auch nicht? Aber Audi hat ja auf jeden Fall schon mal durchsickern lassen, man hätte ja gerne auch einen deutschen Piloten. Und da ist es ja dann auch noch offen vielmehr, wer das sein könnte. Viele Möglichkeiten bekanntermaßen gibt es dazu nicht. Ob jetzt überhaupt noch Audi realistisch wäre im Hinblick darauf, dass Mick Schumacher ja jetzt bei Mercedes unterschrieben hat und je nachdem, was da auch die langfristigen Ziele sind, ob er da vielleicht, das wünschen sich ja zumindest mal einige Mick Schumacher-Fans, irgendwann mal Lewis Hamilton beerben könnte beim Mercedes-Team, vorausgesetzt die Leistungen des 23-Jährigen stimmen dann bis dato. Ob dann noch irgendwie ein Wechsel von Mercedes zu Audi in Frage kommt, ich mag es wirklich stark zu bezweifeln. Und welche Namen hätten wir dann letztlich noch? Wir hätten noch einen Sebastian Vettel, wo man es auch recht, ja, also ich glaube, man schon auch ausschließen kann, dass es ist auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn Audi da 2026 kommt, ja, dann dauert da noch 3 Jahre. Und ob da noch ein Sebastian Vettel, der ja auch nicht jünger wird bekanntermaßen, ansonsten viele Optionen hast du ja da nicht wirklich, um mir noch einen deutschen Piloten ins Boot zu holen bzw. ins Cockpit reinzusetzen. Und ja, der Nachwuchs der lässt ja auch bekanntermaßen deutlich zu wünschen übrig. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.